Mit Flüssiggaslieferungen wird Kanada Deutschland kurzfristig nicht aushelfen können. Es fehlt die Infrastruktur für den Transport. Stattdessen haben sich beide Länder nun aber auf eine enge Kooperation bei der Nutzung von Wasserstoff verständigt. Zum Abschluss ihrer dreitägigen Reise haben Bundeskanzler Scholz und Wirtschaftsminister Habeck in Neufundland ein entsprechendes Abkommen geschlossen. Von 2025 an will Kanada sogenannten grünen, also klimaneutral erzeugten Wasserstoff nach Deutschland exportieren. Zwei Freunde am Meer. Von diesem Hafen soll ab 2025 grüner Wasserstoff nach Deutschland verschifft werden. Olaf Scholz und Justin Trudeau haben ein ehrgeiziges Abkommen geschlossen, das beiden Seiten nutzen soll. Eine Veränderung der Welt ist möglich zu einer klimaneutralen Wirtschaft, die gleichzeitig immer noch eine Wirtschaft ist, die gute Jobs schafft, die gute Arbeitsplätze sichert und wo es unseren Ländern gelingt, weiter erfolgreiche Industrienationen auf dem Weltmarkt zu sein. Stetiger Wind, Wasser im Überfluss und viel Platz. In Neufundland soll die größte Produktionsanlage für grünen Wasserstoff in Kanada entstehen. Betrieben allein mit klimaneutraler Windenergie. Noch ist allerdings kein Windrad aufgestellt, auch die Genehmigungen laufen noch. Wenn Sie wissen wollen, wie realistisch das ist, nicht nur Regierungen sprechen darüber, Unternehmen unterzeichnen Verträge, da geht es um echtes Geld, denn die wissen, es wird in den nächsten Jahren gebraucht. 3 Tage sind Trudeau und Scholz gemeinsam durch Kanada gereist, haben die deutsch-kanadische Freundschaft beschworen. Das Wasserstoffbündnis soll diese Freundschaft weiter vertiefen. Ein historischer Schritt nach vorne, so der kanadische Premierminister. Energie ist kostbar. Eine Erkenntnis, die angesichts der rasant steigenden Preise in diesem Jahr wohl vielen noch einmal besonders deutlich geworden ist. Umso ärgerlicher ist es für viele Hausbesitzer, dass ihre Solarmodule auf dem Dach oftmals deutlich weniger Strom einspeisen dürfen, als sie rein technisch könnten. Bis mindestens Ende des Jahres noch gilt eine gesetzliche Beschränkung auf 70%, um beim Einspeisen des erzeugten Stroms eine Überlastung der Netze zu verhindern. Hubert Weiger aus Fürth in Bayern war einer der Vorreiter, als es darum ging, mit Solarzellen auf dem Dach eines Einfamilienhauses Strom zu erzeugen. Weiger, früher Chef des Bund Naturschutz Bayern und des BUND, ist mit der Stromproduktion seiner Solarzellen glücklich. Nur, dass die Anlage bei 70% der Nennleistung abgeriegelt wird und keinen Strom mehr ins Netz liefern darf, erbost ihn. Diese Regelung war und ist absurd, denn in der Tat, wir brauchen jede Kilowattstunde Strom aus erneuerbarer Energie. Der Strom wird erzeugt und kann nicht eingespeist werden. Nach Weigers Einschätzung werden rund 2/3 aller am Netz befindlichen Photovoltaik-Altanlagen bei 70% ihrer Leistung abgeriegelt. Mehrere Terawattstunden fehlen so im Netz. Beim Nürnberger Energieversorger Energie räumt man dies ein. Die Photovoltaikanlagen speisen natürlich in den Sommermonaten alle zum gleichen Zeitpunkt in das Netz ein. Und deswegen ist an einigen 100 Stunden im Süden Deutschlands das Netz aufgrund dieser mittaglichen Photovoltaikeinspeisung schlicht und einfach voll. Laut Bundesverband der Solarwirtschaft betrage die nicht eingespeiste Leistung der Solaranlagen lediglich 3 bis maximal 5% der gesamten Stromerzeugung in Deutschland. Wir brauchen Solarparks im Kraftwerksmaßstab auf der einen Seite. Wir brauchen aber auch Millionen weiterer Solarstromanlagen auf den Gebäuden. Der frühere oberste Naturschützer fordert, dass private Photovoltaikanlagen ihre gesamte Leistung einspeisen dürfen. Und wir bleiben bei der Wirtschaft. Bettina Seidel in der Frankfurter Börse. Das große Thema bleibt die hohe Inflation, eine enorme Belastung für die Wirtschaft. Worauf kann man sich da einstellen? Ja, dass die Inflation noch auf Jahre hoch bleiben wird. Zwar nicht so hoch wie jetzt bei 7 bis 8% oder 10%, wie man es für den Winter erwartet, aber doch bei 3 bis 4% für die nächsten 5 Jahre. So erwartet es jedenfalls Top-Ökonom Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW. Denn es gibt viele Preistreiber neben den aktuellen, neben den teuren Rohstoffen, den hohen Energiekosten und dem Materialmangel wegen der Lieferkettenprobleme. Wird auch die Demografie zum Problem, der demografische Wandel, weil sich immer mehr Menschen in die Rente verabschieden und nicht genug junge Arbeitskräfte nachkommen.
Und was ist, wenn Arbeitskräfte knapp sind? Dann heißt das steigende Löhne und Gehälter. Also mit 3-4% Inflation muss man rechnen. Damit kann aber eine Wirtschaft leben, sagt der DIW-Chef. Nur wie gut, da gibt es Unsicherheit, die auch an der Börse zu spüren ist. Der DAX heute minus 0,2%, 13.163 Punkte der Stand. Die Wirtschaft wird wohl erst mal schwächer laufen. Bettina Seidel, danke schön.